Hallo, ich bin Alex aus dem Jugendclub am Alten Gasometer und ich möchte euch heute ein paar KandidatInnen für den neu zu wählenden Jugendbeirat Zwickau vorstellen. Hallo Charlotte, könntest du dich einmal kurz vorstellen? Hi Alex, ich bin, wie schon gesagt, Charlotte. Ich bin 15 Jahre alt und wohne momentan in der Innenstadt von Zwickau und bewerbe mich hier im Jugendbeirat. Okay, wo siehst du deine Stärken, die du im Jugendbeirat einsetzen könntest? Ich persönlich würde sagen, dass meine größte Stärke Teamarbeit ist, da ich eine sehr große Kommunikationsfähigkeit habe. Und ich bin auch sehr gut im Organisieren und im Innovationsbereich. Das heißt, ich kann auch sehr gut mit dem Team, also mit dem aufgestellten Team im Jugendbeirat dann zusammenarbeiten und höre mir auch deren Ideen an und kann die dann auch dementsprechend entwickeln. Was findest du gut an Zwickau? Ich persönlich würde sagen, dass Zwickau architektonisch sehr schön aufgebaut ist. Ja. Vor allem, wir haben auch einen sehr ausgeprägten Kulturbereich, zum Beispiel das Max-Pechstein-Museum, also diese Kunstsammlungen. Da kommen ja wirklich Personen aus der ganzen Welt nur nach Zwickau, um diese Kunstsammlungen zu sehen. Oder zum Beispiel die Priesterhäuser und das August-Turch-Museum. Also die Kultur ist sehr schön. Und vor allem auch die Veranstaltungen, die zum Beispiel im Alten Gasometer stattfinden oder im Projekt 46. Was müsste sich verändern, damit sich Jugendliche in Zwickau wohlfühlen und sich entscheiden, hier zu bleiben? Ich persönlich denke, dass die Vielfalt gerade in queeren Themen viel mehr ausgeprägter sein müsste. Denn momentan haben wir hier ja nur den Queer Space Zwickau und ich finde einfach, es müsste viel mehr Orte geben, die queere Menschen die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und auch ihre Ideen mit einzubringen. Und für mich müsste es eigentlich eine Verständlichkeit sein, dass sich zum Beispiel zwei Männer auf dem Hauptmarkt frei küssen können. Und genau. Was würdest du zuerst verändern und für welchen Bereich, zum Beispiel Politik, Kultur oder Sport, würdest du dich besonders engagieren? Ich persönlich würde mich am meisten in dem Bereich Politik und Sport engagieren, da ich finde, dass es auch viel mehr Entwicklung in dem Stadtrat zum Beispiel passieren könnte und da auch einfach viel mehr Vielfalt mit einbringen könnte. Und gerade in Sportvereinen ist es ja auch, vor allem würde ich persönlich sagen, in Fußballvereinen, ist es manchmal auch ein Problem vielleicht für bestimmte Leute, sich da gut einzubringen, obwohl sie diesen Sport eventuell sehr gern mögen und dass es einfach für sie auch eine Möglichkeit geben könnte, sich da gut mit einzubringen und sich zu integrieren. Warum ist es für dich wichtig, Demokratie zu stärken? Für mich ist es wichtig, die Demokratie zu stärken, da die Demokratie eine wichtige Grundlage ist, seine Meinung frei und gerecht zu äußern und auch einfach wichtig für die Selbstbestimmung der BürgerInnen ist. Und vor allem schützt die Demokratie Minderheiten und ja. Dankeschön, Charlotte. Danke.